Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon, A Wonderful Life. So, einmal die dicke Staubschicht abgepustet. Ich hoffe, das hat jetzt mein Mikrofon nicht, mir nicht allzu übel genommen. Ja, ich habe schon sehr, 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 sehr lange nicht mehr aufgenommen. Und das ist jetzt auch, glaube ich, das erste Mal, dass auch so eine längere Phase war, wo wirklich gar keine Videos von Harvest Moon online gekommen sind. Ich muss mal kurz den Ton noch ein bisschen leiser machen, weil ich euch sonst so anschreie. Ja, woran liegt's? Ganz einfache Geschichte. Ich habe ja seit Oktober wieder regelmäßig Uni. Und ich habe zwar donnerstags frei, aber es hat sich halt in letzter Zeit echt nicht ergeben, aufzunehmen. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch echt überhaupt keinen Bock auf Harvest Moon. Das passiert. Das muss halt manchmal sein. Und dieses Aufnehmen nur um aufzunehmen, habe ich mir sehr, sehr schnell abgewöhnt, nachdem ich zwei, drei Parts habe. Also es passiert halt meistens bei Harvest Moon, weil es eben ein sehr langes Projekt ist. Habe ich mir abgewöhnt, nachdem ich bei Harvest Moon halt so ein paar Folgen hatte, die echt lahm waren, weil man halt keinen Bock hatte. Ich muss meinen Ton, glaube ich, noch ein bisschen leiser machen, oder der Sound hier ist wirklich so irre laut. So, auf jeden Fall hatte ich in letzter Zeit halt wirklich, wirklich viel mehr Lust auf Sims. Oh Gott, was ich für Sims-Sessions gemacht habe, das gibt's gar nicht. Dementsprechend kamen auch wirklich jeden Tag bisher Sims online. Und jetzt habe ich mir mal ein bisschen die Zeit genommen, um wenigstens ein oder zwei Folgen Harvest Moon aufzunehmen. Boah, und da geht's schon los mit dem Gegähne, das ist furchtbar. Keine Ahnung, woran es liegt. Ja, auf jeden Fall tut's mir leid für die, die Harvest Moon echt mögen. Aber ich glaube, es hätte euch keinen Spaß gemacht, wenn ich jetzt die ganze Zeit aufgenommen hätte mit... Ja. Oh, es ist ja so spannend. Ja. Es haben dann auch ein paar Leute gefragt, wann wieder Harvest Moon kommt. Und es gab auch jemanden, der meinte, ey, mach mal Harvest Moon, ey. Wo ich mir so denke, ey, nö. Weil ganz ernsthaft, finde ich schon fast ein bisschen frech, wenn man so bedenkt, dass ich ja meine Freizeit hier investiere, um Harvest Moon aufzunehmen. Und dann kommt jemand und meint, ey, yo, Harvest Moon, jetzt! Also es überrascht mich sowieso, dass das Projekt so, also doch schon so seine Fans hat. Fans klingt immer so. Aber ich hätte nie gedacht, dass da mal jemand nachfragt. Aber es ist vielleicht so, wie damals mit, mit Let's Play Markus. Da habe ich Harvest Moon gesehen, sein Wochenendprojekt. Fand es total spannend und er hat dann irgendwann mit einem Cheat das zweite Jahr abgebrochen. Was wollte ich denn gerade? Ja, er hat mit einem Cheat das zweite Jahr abgebrochen, weil er keine Lust mehr hatte. Und das fand ich sehr schade, weil ich sehr großen Spaß hatte dabei zuzuschauen. So, ich wusste doch, dass hier eine Kuh sitzt. Melanie. Ist gerade sehr passend, weil ich eine Melanie bei mir in einem Kurs habe. Also die ist keine Kuh, deswegen ist es jetzt nicht so mega passend, aber irgendwie lustig. Draußen hat es übrigens heute den ganzen Tag geschneit. Im Real Life. Finde ich ziemlich schön, weil heute der 6. Dezember ist. Nikolaus und so. Und da ist es schon ziemlich schön, dass es... Ja, mit Winter und so, ne? Ich hatte ja letztes Jahr leider keine richtige Weihnachtsstimmung, aber ich hoffe, dass es dieses Jahr besser wird. Meine Weihnachtsgeschenke habe ich schon so ziemlich alle zusammen. Beisammen, nicht zusammen. Und wenn ich jetzt noch jemandem was schenken will, dann nur, weil ich in einem Laden was gesehen habe, was zu der Person passen könnte. So.
Miau. Ich weiß auch noch nicht, wann ich wieder richtige Harvest Moon Sessions mache. Vielleicht über Weihnachten. Kann ich aber noch nicht versprechen, weil ich echt ehrlich gesagt im Moment lieber Sachen spiele, auf die ich richtig Lust habe. Keine Sorge, Harvest Moon wird nicht abgebrochen. Es wird definitiv durchgespielt. Fragt sich nur wann. So. Nee, nein. Ah! Sorry. So. Knack, knack. Knack, knack. Und knack, knack. Okay. Ich habe übrigens gerade einen sehr schönen Frosch am Hals. Das nervt ungemein. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nichts dagegen tun. So, dann galoppieren wir mal mit unserem lieben Haze. Ach, guten Tag. Guten Tag. Spricht er wieder von dem Fisch? Ja. Irgendwie schon traurig mit ihm und Nina. Aber es ist ja oft so, dass sich ältere Leute dann nicht erholen, wenn der Partner stirbt, ne? Schon traurig. Hallo, guten Tag. Hallo, Flora. Hi, Chris. Hi. Was macht deine Farm? Geht. Ja, das Wetter ist schön. Ja, super Kommentar. Ich weiß. Haben wir was für dich? Hi. Ach was, wir können ja eigentlich auch mal gucken, ob er was Neues zu verkaufen hat, wa? Aber wir haben auch gerade nichts für ihn. Doch, Fuyu-Samen könnten wir ihm verkaufen. Warum auch immer. Wir haben ja noch nicht genug Geld, deswegen müssen wir die Fuyu-Samen jetzt auch verkaufen. Das ist doch logisch. Jo. Vielen Dank, gern geschehen. Ich hätte mir vielleicht kein halbleeres Glas hier hinstellen sollen. Oh, ein Blumentopf. Gutes Auge. Eine wertvolle Vase aus einem fernen Land für nur 3.000... Preisnachlass? Verstehe, wie wäre es für 2.700? Ich kaufe es. Ich liefere es dir dann. Wie wäre es dort? Der Raum wäre perfekt. Das ist ein seltener Gegenstand, also pass gut auf. Ich bin dann unterwegs. Okay. Kann ich da was reinstellen? Komm, Haze. Reite geschwind wie die Wind. Ach, wir fahren gerade die Züge vorbei und hier wirbelt der Schnee hoch. Und da muss ich jetzt gerade daran denken, dass hier irgendwelche tollen Leute wollen, dass hier eine Schallschutzmauer errichtet wird am Bahndamm. Wo ich mir echt nur an den Kopf fasse. Weil es totaler Quatsch ist. Also ehrlich gesagt, ich bin hier in diesem Haus aufgewachsen.
immer schon mit diesem Zug und ich kann nicht sagen, dass mich dieser Zug krank gemacht hat, wie die da behaupten. Und wenn ich an Bahngleise ziehe, dann mache ich das doch nicht und sage dann im Nachhinein, die Züge sind so laut. Das ist doch bescheuert. Und die Bahn fährt hier schon ewig lang. Also, vor allem, wenn sie hier ihre blöde Schallschutzmauer aufbauen wollen, dann müssten sie alle Bäume um den Bahndamm herum abreißen. Also abfällen. Das will ich sehen, dass die das durchsetzen. Naja. Vor allem, ich habe jetzt hier so einen richtig schönen Blick, mehr oder weniger in die Ferne. Ich sehe, also auf der anderen Seite der Schienen sind auch noch Häuser und da ist noch eine Straße. Also es ist jetzt nicht so, dass da weites Feld ist und die Bahngleise sind auf so einer Böschung. Aber wenn ich da eine Schallschutzmauer habe, gucke ich die ganze Zeit auf eine Wand, die dann wahrscheinlich alsbald mit Graffiti vollgeschmiert sein wird. 100 Pro. Ah, könnte ich mich aufregen über so einen Schmonsens. Das ist doch shitty shit shit. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Das sind Schrottkrabben in unserer Uhr. Ah, Mann, ey. Diese blöden guten Spiele, die dann auch noch so eine tolle Musik machen, die einem ständig ins Ohr geht. Furchtbar. So, und wer Chaos auf Deponia nicht kennt, der wird jetzt wahrscheinlich denken, okay, Sharon ist jetzt komplett übergeschnappt. Jetzt dreht sie durch. Jetzt ist alles vorbei. Möglich. Vielleicht. Kann ja sein. Ich habe übrigens das Gefühl, erzähle ich jetzt hier in Harvest Moon, weil ich es kann, dass ich bald mit Resonance of Fate durch bin. Oh, hier fliegt gerade ein Storch vorbei. Wow. Ich konzentriere mich voll und ganz aufs Wesentliche. Oh, ein Schmetterling. Ja. Nee, und dann kann ich ein neues Projekt anfangen. Freue ich mich schon ein bisschen drauf. Ich weiß auch schon in etwa, was das sein wird. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich selber dafür hasse, dass ich das dann mache. Naja, mal schauen. Entschuldigung. Oh je. Ah, furchtbar. Heute kommt ja alles zusammen. Haben wir eigentlich... Ja, wir haben noch andere Lampen hier. Gut. Lampen, Quatsch. Blumen. Ich will mal gucken, ob ich in die Vase eine Blume reinstellen kann. Oder wozu die eigentlich gut ist. Wo steht die denn? Hier? Nee, ne? Mm-mm. Hier im Schlafzimmer, oder? Ja, da ist sie. Du hast einen teuren Topf von Wang gekauft. Ein Stück Papier ist darin. Ich nahm Orange für den Nachtisch. Kann ich eine Blume da reinstellen? Nein. Jetzt habe ich hier eine leere Vase. Aber ich weiß jetzt, dass ich für einen Nachtisch Orange benutzen kann. Guten Tag, Sohn. Ich habe keine Orangen. Zeig mal. Im Kühlschrank. Orangen. Orangen, Orangen. Nehmen wir mal 4 mit. Und machen 4-mal Nachtisch. Nachtisch. Doch. So. Eine Orange, oder? Nee. 2 Orangen für den Nachtisch. So. Fehlgeschlagen. Wow. Toll. Naja. Kriegt's der Hund. So, dann werde ich mal schlafen gehen. Gute Nacht, Emero. Gute Nacht. Hätte ich nicht tun sollen. Hat im Hals gekratzt. So.
Da, guten Morgen, Celia. Ja, du wirst für immer hier wohnen. Schön. Schön. Ganz toll, Celia. Ganz toll. Ich nehme noch eine Orange mit und dann probiere ich es mit 3 Orangen. Oder war es keine Orange? Aber gibt es noch eine Pflanze, die Orange heißt? Das war doch Orange. Oh nein, es schneit schon wieder draußen. Hm. Ich habe nämlich vorhin schon Schnee geschippt. Kochen gescheitert und das andere war fehlgeschlagen. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon A Wonderful Life wieder. Ovary.